kein Anschluss unter dieser Nummer. Hi Alios, Mahlzeit. Moin, grüß. Was machst du hier in Bonn? Wir haben hier heute eine ganz relativ spontane Demonstration. Also spontan, die war gestern schon angekündigt. Hast du auch wieder recht. Ja, wir demonstrieren hier am Telekom Campus in Bonn. Und zwar nochmal gegen die Pläne der Telekom, diese Drosselung einzuführen bei den DSL-Kunden, weil das aus der Sicht der Piraten eben in der Konsequenz eben ein Eingriff in die Netzneutralität ist. Daniel Schwert, Mitglied des Landtags, und ihr habt beschlossen, dass die Telekom-Drossel ausfällt. Klar, wir haben das beschlossen und das tritt ab morgen in... Ach Quatsch, nein. wäre schön, wir könnten das beschließen. Also das Problem ist, dass man aus dem Landtag Netzpolitik immer nur über Bande spielen kann, weil wir selber ja da in der Regel nicht zuständig sind. Aber wir bringen halt eben Anträge ein, wo wir dann die Landesregierung dazu auffordern, im Bundesrat dies und dies Verhalten halt zu zeigen. Und das haben wir bei der Netzneutralität natürlich auch gemacht. Da gibt es einen entsprechenden Antrag, der wurde das jetzt in den letzten Sitzungstagen wurde der diskutiert. Und in die Ausschüsse verwiesen. Ja. In den Ausschüssen geht das Ganze dann weiter und dann müssen wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Die etwa 25 anwesenden Demonstranten fühlen sich mit ihrem Anliegen durchaus ernst genommen. Hatte die Telekom ja 3 Pressesprecher für intensive Diskussionen entsandt. Ich möchte gerne verzichten auf all diese Werbung, die es da gibt. Ich habe keinen Bock auf diese Werbung. Lass mir Zeit. Ich zahle nochmal einen Euro darauf. Es geht doch im Grunde genommen darum, dass Sie ja eigentlich das Netz der ehemaligen deutschen Bundespost übernommen haben. Ist ja soweit richtig, oder? Nein, das ist nicht richtig. Wir haben in den letzten 15 Jahren seit der Privatisierung das Internet erst möglich gemacht. Wer hat's erfunden? Ein gutes Beispiel dafür, dass die Telekom hier offensichtlich noch einiges lernen muss. Das Selbstverständnis, Gewinne erwirtschaften zu wollen, mag zwar ehrenhaft sein, ist in Sachen Netzneutralität und Netzausbau jedoch kontraproduktiv. Freies Netz für freie Bürger. Viel Arbeit für die Piraten, bis jeder Bürger den Begriff frei und Netz miteinander verbinden kann. Ist es dann eigentlich überhaupt möglich, dass so ein Konzern wie die Telekom diese Netze neutral verwalten kann? Wenn sie sich mehr darauf konzentrieren, dass sie Netzanbieter sind, also dass es ihnen egal ist, sondern was da transportiert wird, sondern dass sie einfach sagen, unsere Dienstleistung ist der Transport von Daten und nicht irgendwelches Fernsehprogramm und nicht irgendwelche sonstigen E-Mail-Anschlüsse oder so, dann wäre das möglich. Wir stehen jetzt hier bei der Telekom, Gespräch mit dem Pressesprecher habt ihr vorhin gehabt, ne? Ganz genau, der ist rausgekommen, was ich sehr begrüßenswert finde und hat sich den Fragen gestellt. Ich finde das begrüßenswert. Dass sie sich dem Dialog stellen. Und jetzt muss man halt zeigen, ob da ein wirklicher Dialog draus wird. Also sprich, ob das jetzt eine einmalige Sache ist oder ob man öfter aufeinander zugehen kann. Wir haben zum Beispiel vor 2 Wochen ungefähr eine Nachricht an Obermann geschickt, dass wir ihn auf eine Podiumsdiskussion in den Landtag einladen wollen. Haben da bislang leider noch keine Reaktion drauf. Ja, und wie gesagt, wirklich, das meine ich. Das ist eine total wichtige Diskussion. Wir sollten die weiterführen, mit Argumenten zuhören. Wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein, dass wir die Themen nicht trennen, aber ein nach dem anderen. Wir Piraten werden die Telekom jetzt beim Wort nehmen und den Dialog suchen. Das ist eine Beschneidung der Möglichkeit von Wissenstransfer.